Wir sind wieder zurück bei Let's Play FIFA 15 Ultimate Team und an dieser Stelle nochmal ein kleines Sorry, dass gestern keine Folge kam von Ultimate Team. Das lag einfach daran, dass immer wenn ich dann Zeit hatte aufzunehmen, waren die Server irgendwie down und dann gab es auch noch eine Wartungsarbeit. Ich wollte dann eigentlich so, ja, dann gab es halt noch Wartungsarbeiten, wie gesagt. Ich weiß gar nicht, von wann das war. Ich glaube, von 17 bis 20.30 Uhr oder so. Oder von 19 bis 20.30 Uhr. Ich habe absolut keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es halt Wartungsarbeiten. Und deshalb kam gestern keine Folge. Und, naja, ich habe halt auf Facebook nicht Bescheid gesagt. Da hat sich dann gleich einer schon voll beschwert. Tobi ist voll unzuverlässig, der alte Bastard, Mann. Weißt du, so richtig, als wäre ich irgendjemandem irgendwas schuldig, wenn mal keine Folge kommt, Mann. Das ist doch, Alter, ganz ehrlich. Das ist unfassbar. Als ob ich irgendwo unterschrieben hätte, ich muss allen sofort Bescheid sagen, wenn mal was nicht ist. Ich meine, klar, wäre natürlich schon cool gewesen, hätte ich machen können. Aber da muss man doch nicht gleich so ausrasten, Alter. Unfassbar. Mein Gott, wenn keine Folge kommt, kommt halt keine Folge. Ist halt so. Kann mal passieren. Dann setzt man sich halt vor die Konsole und zockt selbst eine Runde. Ich glaube, die Trikots sind scheiße. Aber egal. Ja, hockt man sich halt hin und zockt selbst eine Runde. Mein Gott. Das ist jetzt auch halb so wild. Gut, ich weiß, die Woche kam Ultimate Team ein bisschen seltener, aber das lag auch daran, dass ich mit Minecraft Survival ein neues Game gestartet habe, beziehungsweise ein neues Let's Play, was ein bisschen aufwendiger ist. Das versteht natürlich der ein oder andere nicht. Die meisten sehen immer nur 20 Minuten Unterhaltung für sich selbst am Tag. Aber wie so eine Folge entsteht, wie viel Zeit dahinter auch einfach steckt, das sehen die wenigsten. Und deshalb ist es ja relativ einfach, sich da direkt zu beschweren. Wenn es dann mal keine Folge gibt, dann wird sofort ausgeteilt. Ne, dann ist Tobi direkt scheiße. Richtiger Kackbuben. So, jetzt sind wir mal zum Game. Wir müssen gewinnen, wenn wir aufsteigen wollen. Ne, das ist epochal. Wenn wir gewinnen, sind wir aufgestiegen. Wenn wir verlieren oder unentschieden spielen, dann haben wir gelitten. Wir spielen gegen einen Liverpool-Fan. Habe ich das Gefühl. Hat Coutinho, der hat den Ollen hier. Wie heißt er? Die alte Skandalnudel. Heißt er denn jetzt? Hier, Balotelli, genau. Die alte Wurst. Leberwurst. So, abseits von Coutinho. Boah. So, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen umdenken. Ich habe gerade 3 Folgen FIFA-Karriere aufgenommen. Jetzt, jetzt kommt gleich direkt wieder Ultimate Team. Das ist meistens nicht so gut, wenn ich das nacheinander aufnehme. Und ich, immer bei einem von beiden dann voll durcheinander bin. Robben. Boah. Ach, der hat gar kein Liverpool-Team. Der hat nur vorne die Offensive ein bisschen Liverpool. Aber ansonsten geht's eigentlich. Ipay. Nein. Ach, Mann. Vielleicht hätte ich den Assi raushängen lassen müssen. Hätte auf Wijnaldum spielen müssen. Einfach Safety First und so. First. Mit Ö. First. Ö und A. So, jetzt kommt erstmal William. Balotelli. Okay. Hinter da. Jau. Warum nicht? Scheiße, kann man machen. Aber Hinter da ist halt null der Dribbelspieler. Nein. Nein. Shit. Schön dranbleiben, schön dranbleiben. Ja, das ist gut. Oh, jo. Das ist geil, Alter. So ist gut. No. Oh, 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 oh. Robben. Wieder hart am Diven. Die alte Sau. Okay, Luke Shaw. Und Wills. Wills, was? Harry Wills. Bruce Willis mehr. Keine Ahnung. Oh, Hüttler geht drauf. Der hat Bock. Der will aufsteigen. Dritte Liga. Das wäre nämlich dann die Liga, wo wir wären. In the third Liga. Weißt du? Third Division. The Division. Ui. Der ist gut gespielt. Auf Balotelli und Willems ist aber da. Hüttler. Nee. Luke Shaw ist da. Okay. War jetzt nicht so geil. Nee, kann man besser machen. Vorsicht, Arnautovic. Alter, Arnautovic. Arnautovic. Oh, oh, Balotelli. Im Leben. Und Tor. Oh mein Gott.
Was denn? Was habe ich gesehen? Habe ich gesehen, Kollege? Robben, komm. Krieg den. Nein. Schade. Oh, der ist nicht so hoch. Den hat er tatsächlich. Aber der spielt gut, der Kollege. Macht das richtig gut. Aber wir sind auch nicht schlecht. So, Robben kriegt das Bällchen, aber ist schon wieder zu weit. Ich kotze. Ich meine, der zieht mich dann natürlich auch am Trikot, ist klar, aber... Naja. Kennst das ja, ne? Oh! Hinterland! Ah. Sorry for that, my friend. But es geht um die da drei, ne? Der musst du aus dem Winkel aber auch erstmal reinmachen, ne? Ich meine, klar, die Situation wäre nie zustande gekommen, wenn ich da nicht gestanden hätte, bla, blub. Ich weiß, aber ganz ehrlich, es geht um Liga 3. Und der hätte das auch gemacht. Ne, das habe ich ja schon mal erzählt. Hatten wir ja vor ein paar Spielen erst. Die ganze Leier. Die Flanke ist gut, Hünteler ist da. Oh. Ich mache es normal nicht gerne, aber in dem Fall Wainski. Ich muss es tun, Freunde. So, Wijnaldum. Oh. Kacke. Kein Fa. Ich hab doch, Alter. Aber kein Gelb. Ey, gib mir Gelb, Mann. Richtiger Ref. Ich komme von vorne, spiel. Na gut, ich glaube, einen Ball habe ich nicht gespielt. Aber an sich kein bösartiges Foul. Und er gibt mir Gelb. Wo ich. Nein. Ja, also. Ne? Ja, das war dumm. Das war so vorauszusehen, was ich da will. Oh! Oh. Penis. Drauf. Ron Fla. Fladenbrot isst er gerne. Wenn er eine Bäckerei hätte, ne? Könnte er das bringen. Jetzt das neue Fladenbrot im Angebot. Nein, das ist ein Tor. Ja. Habe ich schon gesehen, als der da... Ach, komm. Er hat doch wieder Unterschied zu deinem Tor, so dass er sich selbst rausgespielt hat. Ernsthaft. Ja. Kann man geben. Wijnaldum. Der geht da durch hier, komm. Wie Butter. Was, wie Butter? Wie ein Messer durch Butter, so. Er geht da durch wie Butter, hör mal. Geil. Was soll ich sagen bis hierhin zu dem Spiel? Ich habe schon bessere von uns gesehen, aber auch schon schlechtere. Von daher. Stark. Deepay. Robben. Tor. 2-1. Was los? Hässlich, ich weiß, das war gesweated. Aber es ist mir egal. Heute ist es mir echt egal. Scheißegal, wie ich die Tore schieße, es ist mir sowas von ranzig egal. Hauptsache, wir schießen die Tore, Mann. Und jetzt haben wir gemacht. 2-1. Robben. Boah, wen hat er denn da an der Abwehr, Mann? Das ist ein richtiges Tier. Wann? Yama, wat? Yamaguchi? Und Robben. Och, nö. Was war das denn? Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Oh, 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 Wijnaldum. Der ist schnell. Richtig schnell. Stark. Komm, komm. Nein. Die Bait. What the fuck. Boah. Alter. Schawutzki. Na los. Schöne Flanke. Oh. Halbzeit. Okay. Also, es hätte das 3-1 sein können gerade. Vielleicht hätte ich am Torwart vorbeirennen müssen. Ich glaube, das kann man mit Wijnaldum probieren. Der ist super schnell. So, ja, 2-1 Führung, 2 nicht ganz so schöne Tore. Das tut mir natürlich sehr leid. Aber ganz ehrlich, heute, wie gesagt, ist es mir egal. Und je öfter ich sage, dass es mir egal ist, desto unglaubwürdiger ist es.
dass es mir wirklich egal ist. Ne? So ein bisschen, habe ich das Gefühl. Alter. Und der Gegner kann auch von mir aus immer wieder ausgleichen. Immer wieder ausgleichen, Ausgleichstor schießen, Ausgleichstor. Solange wir am Ende einen mehr haben. Ja. Was war das denn? Sag mal. Wijnaldum, was war das denn gerade? Bist du besoffen? Hey! Das ist eigentlich ein Foul. Weil er nämlich ins Spiel eingreift, obwohl er am Boden liegt. Eigentlich ist es ein Foul. Boah, Balotelli, ey. Alte Kampfsau. Depay. Schöner Doppelpass. Und Hintela. Ach komm. Aber Hauptsache er wieder passsicher, weißt du. Das war auch nicht erzählen. Und labern. Nein. Und Elfmeter. Was auch wieder Schwachsinn ist, weil ich eigentlich einen Ball gespielt habe. Oder? Ich habe zuerst einen Ball gespielt. Und dann den Gegner. Eigentlich ist es kein Elfmeter. Aber man kennt ja FIFA, ne? Die realistischste Fußballsimulation ever, die nicht mal realistische Regeln sozusagen mit drin hat. Aber naja. Kann man machen, nichts, muss man gucken zu. Elfmeter halten oder danach noch ein Tor schießen. Eins von beidem. Auf geht's, komm schon, cool. Du musst eigentlich auf der Linie rumhampeln, ne? Boah. Ja, das ist bestimmt, weil der Elfmeter nicht gerechtfertigt war, Mann. Schnell weg damit. Ui, Van der Wiel. Och, komm, lauf doch. Was geht mit dir? Bleib da stehen. Stehen und guck zu, das war kein Abseits. Okay. Der kommt mir ein bisschen zu einfach da durch die ganze Zeit. Ganz ehrlich. Das ist alles ein bisschen zu easy going. Jetzt kommen wir mal mit Robben hier. Nein, da unten war die Pick gerade frei, Mann. Ich kotze. Schön. Willems, so läuft es. Jetzt ist Robben da oben frei. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Muss er den Ball noch kriegen. Tut er auch. Flanke kommt. Ui. Wer war das denn? Ja, und Balotelli ist wieder mal. Boah, Manük. Wer ist da gerade gestorben da unten? Das genau gesehen. Gab's einen Auffahrunfall? Komm, hol ihn dir. Schön. Hol dir den Balotelli, Mann. Sehr schön. Einer zu viel. Okay. Da unten ist... Ganz da unten ist... Ja. Ah, sieh, gute Dippe. Schön, Wijnaldum. Doppelpass mit Hütela. Und... Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Och. Also wenn ich das mache, steht es hier 2-2. Mit Sternchen. Was macht ein Van Dijk da die ganze Zeit? Vor die Laufduelle. Robben! Ja, Skrittel hält mit Robben mit, natürlich. Natürlich. Ich meine... Strootmann. Hinter da. Oh, wenn der ein bisschen... Wenn er sich ein bisschen geschickter da anstellt mit dem Laufweg. Hätte das was werden können. Ja. Das wusste er, ne? Das wusste er, der kleine Drecksack. Und Tor. Boah, Krul. Wieso habe ich eigentlich kein Vertrauen in Krul? Was ist denn da los? Das ist keine Basis, Mann. Ich habe aber auch echt immer null Zeit, wenn ich mal am Ball bin. Da auch nur ansatzweise was Produktives zu probieren. Robben. Hüntela? Nein. Och ja, natürlich. Weißt du, das spielt wieder durch meine Männer durch. Ach, als wäre das nix. So, weißt du, so Marionetten. Oh, dann sowas. Ja.
Als wäre das echt nix. Komm schon. Ich muss mal auswechseln, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Hä? Ja, komm. Allein schon der Umstand, dass William so ein Kopfballtor schießt. Sollte den ein oder anderen in den Kommentaren. Naja, komm, ich sag nichts. Ich muss mal auswechseln. Ne, Wijnaldum will ich eigentlich nicht raustun, also tun wir Hüntela raus. Bringen Van Persie. Ach ja, und können wir uns einen aussuchen. Bringen wir ihn hier raus und ihn hier auch noch, komm. Die sind ja alle tot hier. So, Van Persie. Oh, mit Robben hier mal ein Single-Ding oder was? Yo, aber Skrittelmann. Der Skrittelmann. Der Kritzelmann. Das Problem ist, dieses Ergebnis bringt uns einfach null weiter. Und solange sich er so durchkombinieren kann, während meine Spieler einfach nichts tun, riecht's hier nach einer Enttäuschung in Sachen Aufstieg. Komm schon, Robben. Ja, Van Persie hätte halt. Komm, wir haben nichts zu verlieren. Ja, ja, natürlich, Alter. Kannst du mir nicht erzählen. Robben. Sag mal. Robben. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Freunde. Wir müssen das jetzt taktisch klug runterspielen. Best nicht mit solchen Ballverlusten. Das ist schon mal das Erste. Ja, so Sachen hier. Genau. Ja. Time after time. Und? Na, ich wollte den jetzt nicht so weit nach vorne schießen, aber... Das ist assi, ne? Das ist mir aber egal, Leute. Das ist mir egal. Aber ich freue mich lieber noch nicht. Weil noch... Boah, kann ja alles passieren. Zum Beispiel auch ein 4-2, ne? Ist ja auch theoretisch sehr möglich. Klasse. D-Bay, das ist klasse. Bringt Zeit. Aber der ist ruckzuck schon wieder vorne hier. Wir müssen aufpassen, Freunde. Wenn ich jetzt ein Tor kassiere, ne? Wenn ich jetzt noch den Ausgleich kassiere, ich würde mir das, glaube ich, nie verzeihen. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Ladies and gentlemen, for your safety and security, they'll be... Oh, Alter. Krass. Aufstieg, Mann. Das war mal ein absoluter Durchmarsch durch Liga 4. Ist ja richtig geil. Und auch wenn bestimmt der ein oder andere flamed in den Kommentaren, weil ich halt hier wirklich mit allen Mitteln versucht habe, den Aufstieg klar zu machen. Boah. Alter. Aber es ist mir sowas von egal. Das müssen wir uns unbedingt angucken. Jetzt hier noch in der Übersicht schnell. Warte, Saisonverlauf. Absolvierte Saisons. 10 Stück. Gewonnene Titel 5. Tore gesamt 173. Okay. 159 Gegentore. Das geht ja. Also wir sind auf jeden Fall im Plus mit den Toren. Ballbesitz ist okay. Passgenauigkeit ist verbesserungswürdig. Ich möchte noch gerade mal gucken. Hier sieht man, ach, hier Liga 3. Guck, da steht's. Liga 3. 12 Punkte für den Nichtabstieg. 18 Punkte für den Aufstieg. 21 Punkte für den... Für die... Ne? Für den Titel. Das heißt, 7 Siege wären das. Oh, oh. Ist gar nicht so einfach. Da stürzen wir uns dann in der nächsten Woche rein. Wenn es weitergeht mit FIFA 15 Ultimate Team am Montag um 15 Uhr. Jetzt checke ich gerade nochmal kurz die Gratis-Sets. Ach, guck mal, das machen wir mal auf hier, komm. Zum Abschluss der Woche gönnen wir uns mal einen. Wahnsinn, oder?
Ja, mit Chudley. Und Turner. Er bringt wahrscheinlich ihn Scheiß. Denkst du dir so, oh? Oh? Und dann so, oh. Wir können ihn mal mit reinnehmen hier ins Team. Zack, und den tun wir auf den Transferstapel. Zack, gibt's irgendwelche? Achso, warte. So. Gibt's irgendwelche Gratis-Mega-Sets gerade hier so? Ah ja, Jumbo Premium Gold. Wollen wir jetzt aufmachen? Komm, da haben wir noch 50.000. Da haben wir das, was wir in der Saison jetzt geholt haben, wieder rausgeschmissen. Mal gucken, was drin ist. Machen wir mal, weil die Woche keine Folgen kamen. Jevinho, hey. Krieg ich einen richtig harten gerade, Mann. Was? Ja, 5.000 sehe ich da schon. Das kannst du schon vergessen hier. Ich guck da jetzt auch nicht groß nach, ob ich da noch voll was krieg oder nicht. Oder was weiß ich. Da kann... Nee. Kannst du eh knicken. So, Heilung. Zack. Oh, Zambrano. Geil. Chemie-Style behalten wir auch. Und den ganzen anderen Käse. Mach es gut. Zack, da haben wir wieder über 50.000. Und jetzt verabschiede ich mich aber endgültig für diese Folge. Und FIFA 15 Ultimate Team. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Montag, 15 Uhr geht's weiter. Bis dahin.